Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2, aber ein Special. Ja, ich würde mal sagen, bevor wir lange herumreden über den heißen Brei und den ganzen Kack, es ist Mittwoch 11.42 Uhr, okay, fahren wir gleich mal da. So, ich muss mich mal kurz wieder hinsetzen hier, genau richtig. Oh Gott, im Himmel. So, ja, den Sound packen wir wieder episch. Sun Builders. Zeitbuch nach Stuttgart. Schon wieder Stuttgart, oder was? Alter, schon wieder Stuttgart. Wir waren im letzten Part erst in Stuttgart. Aber es bringt am meisten Kohle. Mittwoch 22:19 Uhr. Wie spät ist es? 11 Uhr. Was? Mittwoch? Oh Gott, das ist knapp, aber okay. Nehmen wir an, müssen wir uns ein bisschen beeilen, aber. Hallo? So jetzt. Müssen wir ein bisschen beeilen, aber sonst da passt das schon. So, wenn ich den Ausgang schnell finde. Okay, hab ich. So, und auf geht er nach Stuttgart. Mal wieder. Ist nichts Neues. Ah, der LKW sieht geil aus. Und nur das Spiegel. Lol. So. Stoppen. Hallo. Okay, kommt keiner. Komm, gib Gas, Kollege. Satarata. So. So, das wird jetzt wieder ewig lang gefahren. So, und mir hat ein User, ein YouTube-Nutzer, also der was auch Videos macht, hat mir geschrieben, dass ich in F5, also dass ich nicht einmal Stopp drücken muss und dass ich dann klar auf die Karte komme. Ich weiß, Kollege, nur habe ich immer Angst, denn ich habe meine Aufnahmetaste auf F6 und dann, wenn ich F5 drücke, dann drücke ich vielleicht mal ausnahmsweise, also weiß ich nicht, zufällig auf F6. Das merke ich dann nicht und dann nehme ich die ganze Aufnahme umsonst auf. Bremsen. Aber ich weiß, dass es F5 ist. Tata, das weiß ich ja. So. Okay, ich werde es machen mit F5 zu drücken, bis ich nicht stoppen muss und. Das? Kreditrat in Höhe von der Gesamtsumme wurden gezeigt. Ah! Alter, ich dachte schon wieder, jetzt habe ich eine Strafschnitt bekommen für irgendwas. Aber Gott sei Dank nicht. Okay, jetzt haben wir Geld dazu bekommen von unserem Manager, der kann ihn verwenden. Alter! Immer wenn ich das Geld gerascht hätte, dann denke ich mir, Alter, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Mann. Das kann ja nicht sein. Okay. Aber ich glaube, ich werde mal ein bisschen die Sounds wieder hier lauter und dann. Ja, das Problem ist klar. Das Ding, Audio hier, Gesamtausstellung, wenn ich ein bisschen lauter, sonst hat man wirklich fast gar nichts von dem LKW. So. Das ist der LKW selber so leise. Ich glaube, der ist selber so leise. Wenn man fast wirklich selber gar nichts. Naja, okay. Ah, danke, ist gar nicht nachgefüllt worden. Na, ganz geil. Können wir dann gleich an der Tankstelle. Ist das hier nur ein Rastplatz? Ja, da ist nur ein Rastplatz. Okay, ich dachte eigentlich, dass Tankstelle und Rastplatz immer gemeinsam ist. Aber okay, hier sehe ich. Ah, Pist. Ganz geil. Ist ja da ganz geil. So. Wenn wir gleich mal tanken hier. So, Alter, und Piste schon wieder hier, was soll denn das? Es ist 12:30 Uhr am Nachmittag, also zum Mittag. Oh, stehen bleiben. So, E. Und. Go. Oh, das wird wieder teuer. Ich hoffe, das bezahlt jetzt unser Manager. Normalerweise schon. Ich hoffe mal. So. Da geht viel rein, 1000 schon wieder verplempert. So. Okay, weiter geht er. Bla. Wenn durch den Arbeitgeber gedeckt. Achso, okay, unser Chef zahlt also den Tanker. Das passt dann schon, okay, passt. Super, brauchen wir uns um den Kack hier keine Sorgen mehr machen. Das passt ja sehr schön. Das ist sehr. Sehr. Sehr aufmerksam von den Entwicklern. Das passt. Das gefällt mir.
so, Tankanmittel. Voll, aber eigentlich könnte der, unser Chef könnte eigentlich in der Basis oder was auch immer wo, könnte uns dort auch gleich am Schlafen legen, könnten wir, und trinken und den Tank auch gleich auffüllen. Was soll denn das? So findet vielleicht mit dem Tank gleich auch auf, komisch. Licht hier anschalten. Ja, so was schon. Okay. So, das wird dann eine ewig lange Fahrt werden. Mann, Mann, Mann. Bleiben wir mal so. So, 12.40 Uhr ist es fast. So, ich glaube, wir dürfen jetzt hier 90 fahren. Bis wieder nach Stuttgart. Ich weiß nicht. Ah, meine Brücke. Hm? Alter, warum pisst es so viel? Was soll denn das? Mann, Mann, Mann. Stuttgart, ich sehe noch kein Stuttgart, aber egal. Okay, wir müssen durch München fahren, das sehe ich schon. Mein Kollege, was geht ab? Nürnberg. Wow, wow, wow. Da bin ich fast abgekommen. Alter, okay, wir merken uns jetzt immer auf der Seite bleiben. Immer ganz, ganz links. Nicht immer ganz links, weil sonst da sind wir dann Popo. Gut, dass das keiner gesehen hat. Und natürlich habe ich wieder komplett vergessen, was wir überhaupt transportieren, Mann. Vorrat. Vorratstank. 6 Tonnen, okay. Also Tank. Um genau zu sein. Okay. Natürlich müssen wir auch uns merken, was wir eigentlich transportieren, weil sonst der Hell. Was transportieren wir eigentlich? Wir wissen wohin, aber was. Super. So, der Ring ist sehr realistisch. Ja. Und ich habe ja beim letzten Part gesagt, dass mir das nervt und das regnet und dass es dunkel ist. Mir nervt der Regen nicht, wenn es nicht dunkel ist. Und wenn es dunkel ist, nervt mich der Regen nicht. Also es ist genau umgekehrt eigentlich die ganze Zeit. Weil mir einer geschrieben hat, ja, ich. Alter! Oh, weil mir einer geschrieben hat, dass ich mich aufgeregt habe, dass es regnet und gleichzeitig dunkel ist. Ja, es ist eigentlich nicht dunkel, es ist 13 Uhr am Nachmittag. Aber naja. Also eigentlich nervt mich das nicht. Nee. Nur wenn beides ist, wenn es dunkel ist und drinnen, dann nervt es mich schon, weil ich sehe ja nichts beim Dunkeln. Also ich sehe bei der Seite nichts, wenn ich wo abbiegen muss, das nervt man. Aber sonst ist mir das eigentlich egal. So wie jetzt nervt es mir eigentlich nicht. Gefällt mir sogar, wenn es regnet. So, was? Fahren und Licht? Was willst du eigentlich von mir? Da muss ich wirklich so fahren. Naja, egal. Stuttgart, okay, ich sehe schon. Okay. Wer sieht mich denn hier die ganze Zeit, dass ich hier ohne Licht fahre? Was soll denn das? Gehen wir dir nicht. Mann, Mann, Mann. So, ich glaube, hier höre ich das nie auf so reden. Gibt es hier einen Wetterbericht auch irgendwie? Irgendwo. Sind die F8-Taste. Also die Kurznachrichten, okay. 5. So. Ja, 90 fahren wir. Mehr können wir scheinbar nicht. So, irgendwo ist Stuttgart. Ihr habt's gesehen, okay, geradeaus. Ist klar. Na, Euro Godless, du Euro Truck Simulator. Alter, Werbung im Spiel. Ist klar. Stuttgart. Jetzt kommen wir bald nach München. F5. Okay, jetzt müssen wir auf der Autobahn. So, denn jetzt war ich wieder aufgeschmissen gewesen. So. Ist klar, das Fenster macht nicht zu, wenn es regnet. Nein. Wow. Grenzen. Wir wollen ja keine Geldstrafe bekommen wegen zu schnelles Fahren, wenn wir schon ohne Licht haben, ey. Also die Regeln sind hier wirklich sehr, sehr strikt. Also sehr geregelt. Man darf nicht ohne Licht fahren, man muss die Tempobegrenzung anhalten, man darf nicht ohne Licht fahren, wenn es regnet. Man muss dann man muss stehen bleiben, wenn es rot ist, die Ampel, okay, das ist dann klar trotzdem. Keiner passt. Komm, gib halt. Hallo, gib Gas. Bremsen tut er schnell, das merkt man. Alter, gib Gas, Junge. Gehen ab. Aus, ja schon. Alter, 50, Junge. So, jetzt kommt die Gas.
90, okay. Vollgas. So, okay, jetzt kann ich wieder so. Bam, bam. So. Stuttgart. München sind wir schon fast da, okay. Also wir fahren über München hinweg, weiß ich nicht. Ja, hier kann man noch weg, okay. Nehme ich schon aus. Ja, zum Beispiel jetzt hier kann ich nicht F6 drücken, dann würde die Abfahrt beendet sein. Also hier muss ich eigentlich dann stoppen, wenn ich die Notizen sehen will. Also da kann ich auch nichts machen. Es sei denn, ich stelle natürlich die Aufnahmetaste woanders hin, aber nee. F6, das bin ich schon sehr gewohnt von meinen anderen Let's Plays. So. Ah, weil es schon auch so regnet, ich glaube. Nee, es wird nur wieder heller. Oder? Wir drehen auf. Ja, ein bisschen. Ja. Okay. So, mit Licht fahre ich jetzt, aber ist mir egal. Weil ich glaube nicht, dass ich mir die Strafe gebe, wenn ich mit Licht fahre. Was soll denn das? Alter. Oder ist das? Nee, ich fahre mit Licht. Tü. Aber es hat sowieso vor 2 Jahren oder so, oder vor einem Jahr, eine Regel gegeben, dass man immer das Licht einschalten muss, auch wenn es der schönste Tag ist. Das heißt, also ich bleibe jetzt einmal auf Fern. Nee, ich bleibe auf, das ist komplett weg, das ist so ganz wenig. Das ist so eigentlich, wie es sein muss. Dann passt das schon. Dann kann ich keine Strafe bekommen, was soll das? Ein Licht habe ich eigentlich. So. Ja, das ist der schönste Tag, ist klar. Tü. Nachricht bekommen wir auch keine. Mann. Ich glaube, irgendwie so um 20 Uhr oder so bekommen müssen wir das abliefern. 22 Uhr, 19 Uhr, okay. Okay. Aber der Motor, also der LKW ist wirklich sehr, sehr leise. Und ich glaube, für den Auftrag bekommen wir auch 6000. Also das ist auch nicht schlecht. 19 Uhr, okay. Tü. Okay. Also der Sound draußen ist schon noch gleich. Das habe ich nicht irgendwie umgestellt scheinbar. Achso, warte, man kann das sehen. Wenn ich im LKW, also wenn ich so schaue, dann macht er die Fenster automatisch zu. Und wenn ich außen schaue, dann macht es automatisch wieder so ganz schnell auf, oder was? Kann sein, weil wenn ich jetzt hier rausschaue, ist es sehr laut, und wenn ich jetzt wieder reinschaue, ist es wieder normal. Egal. Moin. Naja, das wird noch eine sehr lange Fahrt werden, das merke ich schon. Nur Autobahn eigentlich die ganze Zeit. Na Kollege, was geht ab? Was geht ab? So bin ich froh, wenn wir meine eigenen LKW haben. Mann. So, ich werde mal die Hand wechseln hier. So, Kamera brauchen wir jetzt eigentlich im Moment eh nicht. Also die Maus, ich habe keinen Hand an meiner Maus und so Info. Ich lenke jetzt mit der rechten Taste, lenke ich eigentlich jetzt, obwohl man eigentlich mit der linken Hand lenkt und mit der rechten Hand die Maus betätigt, aber meine linke Hand, der Mittelfinger tut weh. Im ganzen Weh drücken. So. Tü. Geradeaus. Ah, ich sehe schon das Ziel, also langt aus, nicht mehr. Naja. Komm, gib Gas. Wir können 90 fahren, Alter, und wir holen schon die Autos, ey. Was soll denn das? Tü. Hallo, weißer. Oder silberner. Also silber und weiß sieht ja eigentlich komplett gleich aus. Denke ich mal. Ohne Radio ist es so lang. Weidig. Aber ich will den Radio auch nicht einschalten und Musik laufen lassen, denn dann hat er wieder Copyright was und das habe ich keinen Bock drauf auf Copyright, den ganzen Kack. Dass man wieder gesperrt wird wegen Daten, die was nicht mir gehören, den ganzen Kack. Da habe ich keinen Bock drauf.
Alter, wir fahren 74, Kollege. 11. Gang, oh mein Gott. Tü. So, bald sind wir hier. Mal mit dem Finger wechseln. So, jetzt kann ich die Kamera bewegen. So. Lang kann es nicht mehr dauern. Aber ich hoffe mal, wir kriegen mal einen anderen Auftrag, außer nur in Stuttgart die ganze Zeit. Das kann doch nicht sein. So, die Lieferung kommt sehr pünktlich an. So, dann werden wir wieder auf die Sicht gehen hier. Zack, zack. So. Schade, dass wir kein Duber haben. Ja, Duber nicht gewesen, klar. Ah, wie wäre es, wenn ihr auf der anderen Fahrspur wechselt, die Vollhorste? Ich könnte auch wechseln, ja, so wie der. Hallo, Bus. Wechsel, du Vollhorst. Naja. Ist mir Wayne. Aber wo ist denn hier Stuttgart? Stuttgart? Ah, die seid ihr irgendwo. Nein, bleiben wir mal auf der mittleren. Nee, bleiben wir auf der. Obwohl Stuttgart hier ist. So. Ja, gehen wir auf die mittlere. Nee. Oh, ja, natürlich. So. Stuttgart. So, jetzt müssen wir runter, okay. Bam. So, jetzt blinke ich eigentlich. Ich blinke jetzt überhaupt nicht mehr dann hier, wenn es hier runter geht. Denn wenn wir auf der richtigen Seite sind, dann ist es egal. Okay. So. Wie viel? 90, okay. Sehr schön. Jo. Okay. Ah, wir haben es fast geschafft. Yeah, Mann. Und mal wieder Stuttgart. Hallo. Wie viel? 50. Abbremsen. So, damit wir keine Strafzeit mehr bekommen. Weil das kann ja nicht sein. Außer, okay, die 150 Euro, das ist ja nichts, wenn wir 51.000 schon haben. Das habe ich ja mitbekommen. So, wo muss denn die Kacke hin hier eigentlich? Warte mal. So ist es viel besser. Also das mache ich jetzt auch immer so, wenn wir kurz vorm Ziel sind, dann mache ich die Perspektive, damit wir es genau wissen. Wow! Bremsen. So. Na Kollege, was geht ab? So, hupen kann ich auch mit H, aber das mache ich jetzt nicht. Denn ich will keine Strafzettel bekommen für Hupen. Alter. Für Hupen ohne, dass was passiert ist. Mann. Ah, hallo. Mann, der LKW ist so schwer. Das dauert so ewig, bis man den mal vorbekommt. So, und auf geht er. Jupp, sehr schön. So muss laufen. Wer schreibt mir hier noch, ich kann nicht LKW fahren? Hallo? Sondern das fahren. Ausgezeichnet, ja Mann. So, kriegen wir Geldstrafe irgendwo? Nee. Bam. Wie lange dauert